Ja, hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück in der Rappelkiste des Rainmans. Stimmt das? Das müsste Genitiv sein, oder? Die Rappelkiste Westen, Rayman. Willkommen zurück in Raymans Rappelkiste. Schön habt ihr den Weg wieder gefunden, ihr lieben Drachenfreund. Ja, ist eigentlich mehr Drachenfreunde, würde ich sagen. Drachentöter, wir haben ihn ja freigelassen in der letzten Folge. Ich hoffe so sehr, dass diese Entscheidungen irgendeinen Einfluss aufs Spiel haben. Das wäre einfach der Hammer. Also gut, wir haben gesehen, dass die Parade zu Daventry da rüberzieht. Und wir wollten da eigentlich auch dabei sein. Jetzt habe ich hier das Horn gesehen, dass das mal. Ach nö. Dem seltsamen Horn fehlte wohl eine Art Mundstück. Ein Mundstück fehlt dem Horn. Wir haben nur ein bisschen Geld. Immerhin 5 Münzen können wir hier auch. Ach. Können wir auch in wohin? Wir versuchen jetzt mal am Anfang so ein bisschen die Übersicht zu erhalten, damit wir auch wissen, wo was ist. Hier geht es durch den Wald. Kuh gemacht. Jetzt ein paar Bäume umgehauen. Ist hier jemand, der gerne Bäume ausreißt? Eine oder? Seltsame Spur zog sich durch den Wald. Genau, hier ist das ein Vogel. Ein Vogel, der ein bisschen entspannt hier. Okay, lass mal weitergehen. Ein hoppelnder Hase. Ist das ein Hase? Sieht aus wie ein Hase. So. Schauen wir mal, was uns hier oben erwartet. Ach, das sieht aber cool aus. Also, der Wandersimulator schlägt wieder zu. Okay, dann hoppeln wir mal, wie das der Hase tat, hier ein bisschen entlang. Das ist schon ganz schön. Oh, da ist doch etwas. Können wir das so nehmen wie ein Kästchen oder ein Kistchen in einem Vogelnest? Können wir das irgendwie runter? Packen. Moment, bevor wir da lang gehen, versuchen wir irgendwie da ranzukommen. Ich fragte mich, was diese Vögel mit Werkzeug wollten. Ach, das ist also Werkzeug, okay. Ach nee. Gut gemacht. Also, wir mit unserem Körpergewicht gegen einen Baum dieses Alters, ich weiß ja nicht. Ein Jammer. Es war nur eine kleine Axt übrig. Und nein, Gwendolin, bevor du mir tausende von Fragen deswegen stellst, ich habe damit nicht wahllos alles klein gehackt. Ja, natürlich haben wir das nicht. Haben wir das jetzt? Ja, eine kleine Axt mit Vorsicht zu gebrauchen. Okay, ob dieser Hinweis da in der Klammer uns wohl etwas dient? Versuchen wir mal hier rüber zu kommen. Und noch einer und dann sind wir drin. Nein! Mist! Zurück. So. Jetzt. Also gut. Das Rad schien noch nicht lange kaputt zu sein. Ein kaputtes Rad. Das Werkzeug dazu wird uns wahrscheinlich fehlen und das ist auch nicht irgendwo hier hingeschwemmt worden. Schade. Dann gehen wir mal weiter. Was haben wir hier? Wir schlagen uns ein bisschen durchs Dickicht, respektive. Oh, hallo, Wärter. Wer auch immer sie sind. Fahrt mit euch, Diebespack! Yeehaw! Oh, nur ein Junge. Keine Ahnung, woher er kommt. Sicher schwer auszusprechen. Schleich dich nie an jemanden heran an einem so gefährlichen Ort. Oh! Was ist mit deinem Fuß? Bist du auf irgendwelche Dornen getreten? Keine Angst, ich habe etwas. Sag, ist es eher ein Au oder ein Au, 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 Au? Sei's drum, der Wunderkrämer kümmert sich um dich. Aber nicht umsonst. Ich habe meinen Hals riskiert für die seltensten, wundersamsten, geheimnisvollsten und meist auch leckersten Zutaten. Ah, da ist es ja. Ich massiere das zweimal täglich in meine Haut ein und sieh dir meine Pfirsichfüße an. Andererseits, vielleicht besser doch nicht. Könnte dein Wachstum hemmen.
wirklich herrliches Material. Hey. Hm. Ich wusste, dass du nicht von hier bist. Nun, beeil dich besser. Niemand mag unpünktliche Ritter. Oh, warte. Du steckst hier mit fest. Alle Brücken sind weg. Und meine Abkürzung hat nicht funktioniert. Ich könnte schwören, dass dieser Fels direkt aus dem Wasser kam. Jetzt sitze ich hier mit einem kaputten Rad, einer fehlenden Werkzeugkiste und Herrn von Schling. Sag mal, ein strammer Bursche wie du kann mir doch sicher bei der Radreparatur helfen. Hilfst du mir mit dem Wagen, dann nehme ich dich mit zum Turnier. Hoffentlich bemerkt sonst keiner deine schreckliche Unpünktlichkeit. Oh, wie unhöflich. Hattest du Fragen an mich? Gerade nur noch 1000 Fragezeichen. Es nimmt mich, es wundert mich, was jetzt passiert. Wie war das nochmal? Hör doch zu, Junge. Keine Brücken, keine Abkürzung, fliegender Fels, Rad kaputt. Sei so nett und hol Werkzeug, repariere den Wagen und fahr mit zum Turnier. Das klingt doch eigentlich ziemlich einleuchtend. Okay, ist hier sonst noch irgendetwas? Ach, die kleinen... Kann ich die Ziegen streicheln? Finger weg von meinen majestätischen Einhörnern! Majestätische Einhörner, ja, dann ist ja alles klar. Vielleicht gab es am anderen Flussufer ein Rad. Zu schade, dass ich nicht schwimmen konnte. Wie bist du rübergekommen? Ja, das ist wohl die richtige Frage. Okay, also das Rad liegt ja da vorne. Werkzeug haben wir. Leider haben wir jedoch nur eine Axt, die uns wohl eher nicht viel nützen wird, wenn wir ein Rad reparieren müssen. Das Werkzeug ist nicht das hier. Das Rad war total hinüber. Ich brauchte eine andere Lösung. Der Frosch sieht übrigens ziemlich lustig aus, der da auf dem Rad sitzt. Dann versuchen wir uns mal zurück zu... Ach Mist, bin ich ein Idiot. So, versuchen wir uns mal wieder rauf zu begeben. Da, wo wir eigentlich angefangen haben. Wenn wir also ihm helfen, wenn wir das Rad reparieren, dem Typen, der über uns redet, wie Steve Urkel früher, von und alle unter einem Dach war das, glaube ich. Der sprach auch so schnell, ohne dass man irgendetwas verstehen konnte. Ja gut, also, dann versuchen wir mal, ja, das Werkzeug, das hat es ja davon getrieben. Ich denke nicht, dass wir das mal sehen werden, irgendwo hier drüben. Das wäre auch komisch. Wir müssen also irgendein Werkzeug auftreiben, das Rad reparieren und er nimmt uns dann mit zum Turnier, wo wir eigentlich hinwollen. Wunderschön gemacht hier wirklich dieser Abschnitt. Ich weiß noch, als wir da runter segelten am Anfang mit unserem Pferd, nenne ich das jetzt mal, sind wir irgendwie hier gelandet. Hier haben wir nichts irgendwie fallen lassen oder so. Aber hier gibt es ja noch... lag wenige Meilen in östlicher Richtung. Ich kannte es aus Reiseführern und konnte es gar nicht erwarten, die spektakuläre schwebende Insel zu besuchen. Dann versuchen wir es also mal hier drüben. Hier gibt es zum Glück nur einen Weg. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh oh. Opa, was ist mit Triumph? Keine Sorge, Triumph kann auf sich aufpassen. Wir haben schon schwere Zeiten erlebt, aber er ist immer zur Stelle, wenn ich ihn brauche. Das ich ist wollte gut. Mein elegantes Klippenmanöver nur ungern wiederholen. Ach so, man kann hier gar nicht... Ach, dann habe ich da was... Okay, ich dachte ehrlich gesagt, wir können jetzt... hier durch, aber es gibt somit nur einen Weg. Hier hinten ist ja wirklich nichts mehr, also müssen wir mit dem auskommen, das wir jetzt haben. Ach Mist. Mit einer Säge. Wo brauchen wir denn? Meine, hier nützt uns die Säge ja nix. Das Horn war kaputt, aber ich blies trotzdem hinein. Weil wir es können. Kann ich? Das ist doch Geldverschwendung. Und mit der Axt kann ich irgendwie auch nix. Wüsste ich jetzt, dass hier hinten irgendwie...
Also Leertaste klicken nützt hier wohl nichts. Also gut, da müssen wir uns wohl oder übel mit dem Krämer beschäftigen, respektive irgendwas werden wir hier mit der Axt tun müssen. Aber frag mich nicht was, also ich sehe es gerade noch nicht. Ich meine, wir können ja hier auch nicht irgendwie einfach so einen Baum umsägen und ein Rad draus machen. Das geht, glaube ich, leider nicht. Ach, ich Idiot. Ich vollkommener Riesenidiot. Er kann nicht schwimmen. Da steht ein Baum am Fluss. Ich habe eine Axt. Oh mein Gott. Okay, sagen wir mal, wenn ich den Teil links davon, wo wir runtergefallen sind, bereits gesehen hätte, dass da nichts passiert, hätte ich das vielleicht vorhin eher gecheckt, dass wir hier hinten weiter müssen. Also vermute ich jetzt mal nicht, dass ich dann wieder reinfalle. Und es geht eigentlich gar nicht da weiter, das wäre dann nicht so gut, aber... Oder haben wir hier noch irgendwo Werkzeug eigentlich? Hier hat es ja auch kein Werkzeug, oder? Wieso? Das nützt nichts. Okay, der Stein ist ziemlich überflüssig dementsprechend. Jetzt sollten wir eigentlich den Baum da umhauen können mit unserer Axt. Und dann können wir doch sicher rüber klettern mit unseren tollen Stiefeln. Hallo, Herr Krämerchen. Also lass das mal probieren. Hier, so, jetzt. Ja, ist ja klar, ich Idiot. Mit es. Ja, das hat ja prima funktioniert. Und sie hat noch gefragt, wie bist du denn darüber gekommen? Und ich Idiot. Mein angestammter Platz war auf der anderen Seite. Also erklomm ich die Wurzel des Problems. Ah, Opa, ich bin kein Fan deiner Wortspiele. Was ist los? Gefällt dir meine Stimme nicht? Du gewöhnst dich schon an die Wortspiele. Die sind grausam. Ach, Opa, deine Stimme ist echt der Hammer. An die Wortspiele, ja, an die werden wir uns wohl gewöhnen müssen. So, oh, Augen, können wir auch rennen hier? Oh mein Gott, schnell, schnell. Du sollst nicht zu einem Horrorspiel werden jetzt, mein kleiner Freund. Nee, nee, das kriegen wir schon gebacken, also gut, wie... Hier nützt die Axt wohl noch nichts. Diese Augen überall versteckt, das ist ja gruselig. Hört auf. Guckt woanders hin. So, was haben wir denn hier? Zuerst mal ein bisschen absuchen können wir hier. Hoch wahrscheinlich schon, wenn wir hier klopfen. Werden wir vermutlich abgewimmelt, nicht? Ich glaube, das Spiel probiert uns immer wieder ein bisschen zu zeigen, König wirst du nicht einfach nur, wenn du Muskeln hast, sondern auch was im Köpfchen vielleicht. Vielleicht soll das so ein bisschen die Lösung sein hier. Kommen wir hier hoch? Ja, das klappt. Hallo. Auf dem Marktplatz war es gespenstisch still. War ich als einziger in Daventry nicht bei der Parade? Ja, definitiv. Rauskommen wir also nicht mehr. Also nicht hier zumindest. Das sieht leck. Ist das Kuchen? Können wir irgendwo... Nee, umsehen können wir uns leider nicht. Hallo, meine Freunde. Können wir hier rein? Hier können wir rein. Schauen wir doch gleich mal rein. Eine Bäckerei. Es roch einfach köstlich dort. Ach ja, das sieht auch super aus. Aha, es sprach nichts dagegen, das harte Brot als Ersatzrad zu nehmen. Ist nicht dein Ernst. Wir nehmen Brot als Rad. Das Schild bat um Trinkgeld und es gab eine Schale für Münzen. Ohne Münzen. Die Sachen sahen lecker aus, aber mit vollem Magen konnte ich nicht am Turnier teilnehmen.
das sieht doch immer sehr, sehr lecker aus. Und was sieht immer am leckersten aus in Comics oder gezeichnet? Hühnchen, ganz klar, Hühnchen. Das sieht immer so lecker aus und dann in echt ist es auch lecker, aber irgendwie anders. Vielleicht sollte ich mir mal ein Hühnchen zum Abendessen zeichnen. Also gut, schauen wir mal weiter. Den Bäcker haben wir hier. Hier haben wir eine Wie ich war der kleine Baum, erst ein junger Spross und brauchte Zeit zum Wachsen. Was denn? Zu verzweigt? Kein Kommentar. Das war dann wohl wieder ein Wortspiel. Okay, hier drüben haben wir wahrscheinlich den Schmieden. Ich hatte Lust auf Marshmallows. Ja gut, wer hat nicht Lust auf Marshmallows? Hallo, Herr Schmied? Es sah aus wie ein Schmiedeladen. Können wir auch schon was stibitzen? Wir klauen ja einfach ein altes Brot, um es als Radersatz zu nehmen. Vielleicht können wir hier auch noch... Für heute hatte ich mir genug gebockt. Ach, wir hätten... Und dann hast du dir alle Waffen genommen, richtig? Nein, Gwendolyn, ich suchte ein Rad, keinen Kampf. Oh, oh. Mich plagt etwas... Und dann hast du dir alle Waffen genommen, die Sorge? Richtig? Nein, Gwendolyn... Können wir das... Ich suchte ein Rad... Keinen Kampf. Überspringen kann ich das also nicht. Mich plagt etwas die Vermutung, dass wir auch dieses Rad hier nehmen gekonnt hätten. Nur so ein Rad vom Schmieden wäre wahrscheinlich die bessere Alternative gewesen. So ein altes Brot, ich weiß ja nicht. Können wir hier... Ach, hier hat es eine Treppe. Wen haben wir denn hier? Hallo? Es ist niemand zu Hause, sie sind alle ausgeflogen. Ich stieß auf eine Art Kuriositäten. Ach, Mist. Wieder rein. Eine Art Kuriositätenladen. Wahrscheinlich hat es hier irgendwo etwas, das aussieht wie ein Rad. Ich konnte kaum die Namen der Tränke erkennen. Ich war zwar abenteuerlustig, doch unbekannte Tränke zu trinken, schien mir unklug. Okay, Tränke. Es wurde scheinbar nichts gebraut. Und auch hier hat es so eine Schale. Zwischen dem Krimskrams befand sich ein Schälchen mit der Bitte um Trinkgeld. Hm. Wieso wohl übrigens Trinkgeld? Trinkgeld heißt... Ach, guck. Ich musste mir nur ein Rad borgen. Hier hat es also auch noch etwas aus Holz. Ich musste mir nur ein Rad bauen. Genau, genau, das war meine Rede. Und das Rad, das haben wir jetzt bereits. Und zwar aus Brot. Ob das mal gut kommt? Hier hat es also verschiedene Läden, aber Personen haben wir noch keine getroffen hier. Müssten wir vielleicht später mal suchen. Ja, das wäre wieder eine Folge gewesen von King's Quest. Wir haben ein Rad gesucht, wir haben ein Rad gefunden. Ich schlage ein Rad, ich brauche ein Rad. Ich hoffe, dass der Krämer uns auch wirklich weiterhilft. Er wirkt jetzt nicht sehr vertrauenswürdig auf den ersten Blick. Aber wenn wir ihm ein Rad aus Brot besorgen, wird er uns sicher weiterhelfen. Danke fürs Dabeisein. Wäre cool, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt anständig, bleibt sauber, macht keinen Scheiß und tschüss.